können eigentlich über alles reden. Darüber alles reden wir. Man stirbt auch nach 4 Tagen nichts trinken und für viele ist das auch richtig und deswegen sollte man das nicht tun. So einblenden, so nicht nachmachen. Wir haben so ein selbstgebautes Palmtippi im Dschungel und da drin lagen wir dann. Das war völlig verrückt. Ich muss jetzt was essen. Dann weißt du es jetzt, Mama. Die wir nicht erfahren werden in diesem Video. Ja, also. Oder doch vielleicht? Das Thema Fasten ist super beliebt. Viele Menschen wollen wissen, wie man richtig fastet. Und es gibt sehr, sehr viele verschiedene Wege zu fasten. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, ein Video über das Fasten zu machen, was sehr frei und offen ist. Und mir dürfen alle Fragen gestellt werden, die es gibt. Ich weiß noch nicht, welche Fragen es sind. Und du hast sie zusammengetragen. Mhm. Ja. Let's go. Okay, dann, ich würde jetzt einfach mal damit anfangen, dich zu fragen, wie du denn eigentlich fastest. Also was bedeutet das denn, wenn du sagst, du fastest? Also das kann ja vieles sein und es gibt auch viele Art und Weisen, verschiedene Art und Weisen zu fasten. Wie fastest du denn? Ich muss gar nicht so laut sprechen, ich habe hier dieses Mikrofon, ne? Ja, du wirst aufgenommen, ja. Okay. ich faste immer unterschiedlich. Ja, also ich faste immer verschieden. Ich habe eigentlich schon alles ausprobiert, was es so gibt. Von Wasserfasten, Saftfasten, Trockenfasten, Intervallfasten, Schweigen, also nicht zu reden, alle möglichen Arten von Fasten und ja, je nachdem, was so in die Lebensphase passt oder was ich für eine Motivation habe, faste ich halt unterschiedlich. Okay, wenn wir jetzt über das Fasten sprechen und ich dir diese Fragen stelle, von welchem Fasten sprechen wir denn dann jetzt gerade? Wie du magst. Wir können eigentlich über alles reden, weil ich weiß ja nicht, wo die Fragen hingehen. Darüber alles reden wir. Es bezieht sich auf Essen, aber ich meine konkret, sprechen wir von Wasserfasten, von Saftfasten, von Trockenfasten, weil all diese Fastenformen, würde ich sagen, sind so die ich jetzt gesehen habe, die du regelmäßig machst. Ja, können wir ja dann einfach, okay. Ja. Wir können über all das sprechen. Ja. Na gut, okay. Was würdest du sagen, wie viel du dich bewegst, während du fastest? Ich würde sagen, ich bewege mich wie so ein Faultier am Ende vom Fasten. Gefühlt ist es alles sehr langsam, aber genau, also sehr reduziert, würde ich sagen. Am Anfang ist normal, vielleicht. Und dann mit den Tagen, also wenn ich jetzt längere Tage faste, dann fühlt es sich so an, dass ich jede Bewegung sehr bewusst mache und nicht mehr so Ausweichbewegungen mache. Also jetzt gestikuliere ich viel und so. Und wenn ich faste, dann merke ich, dass ich eigentlich nur noch meine Hände so habe und langsamer rede und nicht so viel mich bewege. Also am Ende, was bedeutet das nach 3 Tagen, nach 4 Tagen, nach 5 Tagen? Was ist das Ende vom Fasten bei dir? Ja, kommt drauf an, wie lange ich mir das halt irgendwie vornehme oder auch Zeit habe. Mhm. Aber wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt am ersten Tag vom Fasten bin, dann merke ich keinen Unterschied, wie ich mich bewege. Und am zweiten Tag vom Fasten fängt es vielleicht langsam so an und dann, aber wenn ich jetzt zum Beispiel 7 Tage faste und am 5., 6. Tag, da bewege ich mich halt nicht mehr so viel. Ich mache halt viel ruhigere Bewegungen. Ich gehe, wenn ich mich bewusst bewege, gehe ich spazieren eher, aber mache jetzt nicht mega harten Kraftsport oder so. Das ist jetzt so, wenn du trocken fastest und auch wenn du Wasser fastest. Ja, ja, ja. Und also ist so dein Sportplan für die Fastenzeit komplett gecancelt? Ja, komplett. Okay. Ja. Lässt du einmal ganz los dann? Ja. Warum? Also ist es einfach, weil du es fühlst oder hat es schon auch Gründe? So in deinem Kopf. Du kennst mich ja ganz gut. Ja, ich habe meistens eher so kopflastige Gründe für mein Verhalten. Ist vielleicht auch so ein Problem. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn ich vom Fühlen her, rein von der Bewegung beim Fasten,
ist, ich habe schon manchmal Bock auf Bewegung. Und dann mache ich das auch, aber dann ist das nicht super intensiv, sondern sehr gleichbleibend, so wie halt so spazieren gehen oder so. Aber ich würde sagen, auch vom Gefühl habe ich nicht so Lust auf einen Sportplan. Und wenn ich sonst einen Sportplan habe, ich nehme mir vor, ich mache jetzt eine Stunde Sport, dann ist das halt sehr geplant und vom Kopf. Und beim Fasten lasse ich halt alles los eigentlich, was so Plan ist. So. Und wenn ich dann mich bewegen möchte, dann mache ich halt wirklich nicht viel. Okay. Ja. Ja. Und die Gründe, die du dazu kennst, warum es vielleicht, oder warum du das eher vermeidest, Kraftsport zu machen während des Fastens, kannst du die ein bisschen erklären auch? Ja, also beim Kraftsport macht man ja so Mikroverletzungen eigentlich an der eigenen Muskulatur. Also ist ja an sich sehr Muskelabbau und Kraftsport zu machen. Also in dem Moment nach dem Kraftsport, da gehst du erstmal in so einen katabolen Stoffwechsel, also in einen muskelabbauenden Stoffwechsel. Eigentlich ist das bei jedem Sport so und beim Kraftsport ist es natürlich am heftigsten, dass man sich im Idealfall, also so quasi zerstört, so, um sich dann wieder größer aufzubauen. Und dieses Wiederaufbauen nach Sport und auch nach Kraftsport oder auch nach Ausdauersport geht halt einher mit Nährstoffen, die man dem Körper zuführt. Also wenn ich jetzt nach dem Sport Obst esse oder einen Sojoghurt oder was auch immer, also Proteine und Kohlenhydrate, dann baut das diese Mikroverletzung wieder auf. Und im Idealfall, wenn ich eben genug versorgt bin mit diesen Nährstoffen, dann baut es die sogar mehr auf, als es vorher war. Das ist ja der Sinn von Training, dass man halt stärker wird oder ausdauernder. Aber was würde denn jetzt passieren, wenn eben diese Verletzung am Muskel passiert und jetzt kein Essen nachkommt? Ja, dann regeneriert sich das halt sehr langsam zum einen. Also, aber schadet es dem Muskel dann? Genau, der Muskel wird halt weniger. Man geht halt mehr in diesen katabolen Stoffwechsel, also abbauend, und beschleunigt halt diesen abbauenden Prozess, den man beim Fasten eh hat noch. Also ich meine, klar, du kannst das machen, um dich mental zu stärken oder zu sagen, okay, ich versuche auch ohne Essen gut auszukommen und auch Sport machen zu können. Und der Körper trainiert sich dadurch auch da drin. Aber für mich ist das jetzt nicht der Sinn von Sport. Und deswegen pausiere ich da komplett. Okay. Machst du einen Einlauf oder wie, also es gibt ja viele Leute, die am ersten Tag das Fasten auch beginnen mit einem Einlauf und dann eigentlich gar nicht mehr dann groß auf Klo gehen müssen während der Fastenzeit. Wie ist das bei dir? Oder ab wann würdest du sagen, ab welchem Tag würdest du sagen, kommt auch einfach nichts mehr nach, also musst du nicht mehr auf Klo gehen? Nee, ich mache keinen Einlauf. Also ich habe das schon mal gemacht und ich habe das auch ausprobiert in Verbindung auch mit Fasten und geguckt halt, wie ich darauf reagiere und so. Und das ist nicht so meins. Also ich habe da keine positiven Effekte gespürt, dass das Fasten dann irgendwie leichter ist oder was auch immer, was so versprochen wird. Und ich glaube, jeder Mensch ist halt unterschiedlich. Und ich glaube, deswegen macht es schon Sinn, das auszuprobieren, ob einem das hilft. Mir hat es halt nicht geholfen. Und deswegen mache ich keinen Einlauf, um das Fasten zu beginnen. Okay, aber also wenn du dann so, sagen wir mal, okay, du fängst irgendwie an zu fasten so, dann gehst du noch mal einmal kacken morgens oder was? Also, ich gehe immer morgens kacken. Okay. Also jeden Morgen. Also Tag 1. Dann hast du den ganzen Tag nicht gegessen und wachst am nächsten Morgen auf. Musst du dann nochmal? In der Regel schon, ja. Dann gehe ich morgens nochmal. Und der Körper macht das von alleine? Auch ohne, dass du ein Glas Wasser trinkst oder irgendwas, kommt dann nochmal was? Das kommt ja darauf an, ob ich Wasser trinke oder nicht. Ne? Also was für eine Fastenart ich mache. Also wenn ich Wasserfasten mache, dann trinke ich ja ein Glas Wasser. Ja. Und dann gehe ich wahrscheinlich eher nach diesem Glas Wasser irgendwann auf Klo. Und dann kommt der dritte Tag. Müsstest du dann wieder gehen? Ist wahrscheinlich jedes Mal unterschiedlich. Also das ist schon ein bisschen unterschiedlich, aber es ist... Also ich habe
wenn ich normal esse, ich muss ich immer morgens auf Klo. Ja. So. Und wenn ich nicht esse, dann ist das am Anfang so vom Fasten, dass ich schon am ersten und zweiten Tag wahrscheinlich morgens auf Klo muss. Und dann kommt das aber seltener und versetzt irgendwann. Dann ist der Rhythmus halt weg. Okay, und irgendwann kommt es einfach nicht mehr. Habe ich noch nie gehabt. Ich habe so lange habe ich noch nicht gefastet, dass ich gar nicht mehr auf Klo musste. Also ich das längste, was Echt? Ich ja das längste, was ich gefastet habe, also waren immer so 7 Tage und ich musste tatsächlich am 7. Tag auf Klo. Okay. Also das ist total viel. Das ist nicht oft ja gewesen in den Tagen dann, aber es ist, ich fand es total erstaunlich, dass wirklich am 7. Tag, aber das war so, also da habe ich halt trocken gefastet und 7 Tage und dann war ich, am 7. Tag habe ich mein Fastenbrechen mit Wasser gemacht und dann habe ich Wasser getrunken und dann musste ich nochmal auf Klo, aber ja, ich habe nicht gegessen. Okay. Aber ich musste am 5. Tag auf Klo, am 6. irgendwann, aber so halt voll wenig. Und dann am 7. dann nach dem Wasser trinken, ja. Würdest du sagen, weil jeder Körper ist ja unterschiedlich, eigentlich wollten wir nur über dich reden, aber so ist schon interessant. Also würdest du sagen, dass wenn ein Körper das vielleicht nicht so hinbekommt, das irgendwie von alleine auch ohne Essen, ohne Wasser rauszuschieben, also dass dann vielleicht auch ist, mal helfen könnte, sogar so ein Ministück Apfel zu essen oder eben einen Schluck Wasser zu trinken, so dass das eben, weil es ist ja, man sagt ja schon, es ist schon einfacher das Fasten, wenn der Darm leer wird irgendwann im Laufe des Fastens, so auf welche Weise auch immer. Ja, es kommt halt voll auf die Person an, ne? Also bei mir ist es halt so, dass also es gibt ja so verschiedene Typen. Manche haben ja eher tendieren halt eher zu, dass es so fest ist und manche sind halt ausgeglichen und manche tendieren eher dahin, dass es halt flüssig ist. Und ich, oder flüssiger, also ich glaube, ich habe mal so eine Skala gesehen, also von so mega hart und es geht nie Verstopfung bis zu Durchfall und alles dazwischen gibt es ja auch. Und ich glaube, dass aber ich bin auch jetzt kein Experte, ich habe da jetzt keine Untersuchung zu, aber ich glaube, dass es halt bei Menschen, die eher hintendieren zum super hart und es klappt eh nie, halt Unterstützung eher brauchen, wo so, denen sowas gut tut, wie Einläufe, wie bestimmte Salze, die abführend sind, wie viel Flüssigkeit und so weiter. Und bei Leuten, die halt eher dahin tendieren, ich habe immer Durchfall jeden Tag, so, wahrscheinlich wirklich keine Unterstützung brauchen, weil dann die ja eh immer jeden Tag Durchfall haben. Und im Idealfall bist du halt in der Mitte. So, ne? Aber bei mir persönlich ist es halt so, ich bin vielleicht so in der Mitte und immer leicht. Also ich glaube, ich hatte noch nie richtig Verstopfung. Und deswegen glaube ich, ist es bei mir persönlich so. Aber ja, voll. Es könnte Menschen helfen, die eher dahin tendieren, dass es eher hart ist oder so. Auch im Alltag mal Verstopfung haben oder so. Ja. Aber das weiß ich nicht. Okay. Ich glaube, das muss jeder für sich ausprobieren. Okay. Also ja, ich finde das auf jeden Fall interessant, weil ich habe schon das Gefühl, dass mir so ein Einlauf hilft. Ich schon irgendwann das Gefühl habe, wenn ich das nicht mache, dass es anfängt zu drücken im Darm. Und dass ich denke, das ist einfach wichtig, so aufs Gefühl zu hören. So, möchte da, also braucht man nochmal Hilfe, möchte das irgendwie raus? So, oder genau, oder kriegt der Körper das alleine hin? Also ich bin, glaube ich, ein bisschen anders als du. Voll. Mir tut das dann eigentlich total gut, das Fasten mit so einem Einlauf irgendwie zu starten auch. Ja. Und dann auch jeden Tag des Fastens auch einen Einlauf zu machen. Ja. Sogar. Ja, aber, krass. Ja. Voll. Okay, dann die nächste Frage. Wollen wir mal reingehen? Bist du rein? Mhm. Okay. Mir ist ein bisschen zu kalt hier draußen, deswegen wechseln wir jetzt die Szene. Okay, wir sind jetzt im Warmen und machen weiter. Warum fastest du? Du fastest ja sehr regelmäßig. Versuchst es zumindest, immer reinzukriegen mit Kindern, alltags, manchmal ein bisschen. Ja. Aber genau, warum ist dir das wichtig? Gute Frage. Also ich würde sagen, dass Fasten so eine Pause ist, die mir gut tut. Und deswegen faste ich. Diese Pause ist für den Körper gut,
Meine Verdauung hat nichts zu tun. Mein Geist hat andere Dinge, andere Themen. Man ist insgesamt ruhiger und ich finde, dass er insgesamt geistig beruhigend auch. Aber das ist eher so entstanden, dass ich deswegen dieses Bedürfnis habe zu fasten, dadurch, dass ich halt oft gefastet habe. Das war jetzt nicht meine Anfangsintention. Was war das, die Anfangsintention? Ich glaube, als ich 18 war und dann habe ich halt irgendwie irgendwas darüber gehört, dass das halt voll gesund ist, dass es dann halt so, dass der Körper dadurch irgendwie Reparaturprozesse hat oder entgiftet. Also so allgemeine Dinge habe ich übers Fasten gehört und dann wollte ich das ausprobieren, weil ich das super spannend fand, weil ich mir, eigentlich konnte ich es mir gar nicht vorstellen, dass man, also ich habe halt 18 Jahre lang gegessen, jeden Tag mehrmals und dann konnte ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass das geht, dass man mal nicht isst, also wie sich das anfühlt und ob man dann noch funktioniert. Hattest du denn große gesundheitliche Verbesserungen ab dem Moment, wo du dann angefangen hast, regelmäßig zu fasten, im Vergleich jetzt zu davor? Hast du es irgendwie gemerkt? Ja, es ist schwierig zu sagen, weil ich halt keine gesundheitlichen Probleme hatte vorher, die sich dann quasi verbessern mussten durch Fasten. Also ich hatte nicht diesen Leidensdruck, den viele haben. Also wenn man eine Ernährung umstellt oder anfängt zu fasten, dann warum machen die Leute das? Und dann fragst du die und dann hatten die XYZ-Krankheit oder Probleme oder Symptome. Und die haben sich dann eventuell verbessert und dann sind sie dabei geblieben oder so. Das hatte ich halt nie. Also für mich war das immer so ein Lifestyle-Ding. Ich hatte Lust darauf, ich fand es inspirierend, ich fand die Menschen, die das vorgelebt haben, cool oder so. Und dann habe ich das halt auch ausprobiert. Deswegen kann ich das nicht so gut sagen, sondern ich kann eigentlich eher sagen, die Langzeitfolgen, also für mich nach mehreren Malen Fasten habe ich einfach gemerkt, dass das positive Effekte auf meinen Körper hat. Ich weiß von dir, dass du lange in deiner Jugend vielleicht so ein bisschen darunter gelitten hast, dass du nicht so gut Muskeln aufbauen konntest. Ja. Und würdest du sagen, dass vielleicht Fasten ein Teil dazu beigetragen hat, dass das für dich besser möglich geworden ist? Nee, auf keinen Fall. Nee. Würde ich nicht sagen. Tatsächlich ist es so, also ich hatte immer das Gefühl, ich bin so der kleine, dünne Junge, so. Ich habe aber auch nie probiert, Muskeln aufzubauen. So, also so, würde ich jetzt sagen im Nachhinein. Ich habe das ja nie so richtig probiert, sondern ich dachte einfach, das ist so, wie es ist halt. Also so wie wenn man isst, dann isst man und nicht. Und dann ich habe ja nie probiert zu fasten. Und dann ging das auf einmal mit dem Fasten. Und so ist es, würde ich sagen, gewesen. Also als ich das erste Mal gefastet habe, da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, baue jetzt Muskeln besser auf dadurch oder so. Sondern, auch nicht im Anschluss? Nee, gar nicht. Also ich fand einfach nur, dass... Was? Ich war also einfach gar nur, nicht heißt eher im Gegenteil? Ja, also ich habe einfach voll das Fasten spannend gefunden mit 18 und es war mir völlig egal, ob ich damit jetzt Muskeln verliere oder aufbaue oder was auch immer. Und ich habe natürlich total abgenommen nach 7 Tagen Fasten auf einmal als 18-Jähriger. Ich war richtig dünn nach dem Fasten, nach 7 Tagen. Ich hab mich gewogen, weil ich das voll spannend fand. Und ich habe, glaube ich, 4 Kilo verloren. Also ich war richtig dünn. Ich war Mitte 50, also 55 Kilo vielleicht oder so. Jetzt mit deinem Wissen, was du jetzt im Nachhinein hast, was würdest du sagen, war das, was am meisten du dort verloren hast in der Zeit? War es Wasser, waren es Muskeln, war es Fett? Oder ist das für dich? Mein Wissen jetzt, heutzutage würde ich sagen, dass das meiste, was ich verloren habe, Wasser und Darminhalt ist. Und vom Gewicht insgesamt anteiligen auch Fett und Muskeln eben. Aber der größte Anteil ist auf jeden Fall wahrscheinlich diese 2 Kilo, die man so in sich hat an Essen, die dann nicht mehr drin waren, zum Beispiel. Also, ich könnte mir vorstellen, dass viele Menschen die Motivation daher zu fasten haben,
Gewicht verlieren zu wollen, weil das ist erstmal das Offensichtlichste, was passiert beim Fasten. Ja, du hast mir aber auch schon oft gesagt, dass du eigentlich fastest, um eigentlich Gewicht aufzubauen, um danach richtig wieder zu essen und dass die Nährstoffe auch so richtig aufgenommen werden können. Ja, und ja, du richtig. Du hast mir schon öfter mal gesagt, dass du eigentlich eher denkst, dass du von dem Fasten auf lange Sicht eher kräftiger wirst. Mhm. Ja. Also wie. Aber das dauert natürlich eine Zeit. Also es ist so, ich glaube, dass die Menschen fasten primär und alle, die hier zugucken, wollen, um abzunehmen. So. Ich glaube das schon. Die meisten, nur, die ich so. Ich glaube, dass das meistens so die Intention ist. Nicht nur, aber ich glaube schon. So. Das kann man wahrscheinlich schon so sagen, wenn man jetzt mal tiefer reingeht. Ja. Warum willst du eigentlich fasten? Ja, um Gewicht zu verlieren. Ja, und das ist ja schon eher ein Trugschluss, ne? Was du mir mal erklärt hast. Denn was wir beim Fasten mit am meisten verlieren, ist Muskulatur. Schon. Ja. Und wenn wir die eben verloren haben und danach irgendwie wieder normal weiter essen, dann führt es ja eigentlich eher dazu, dass wir wieder zunehmen und auch mehr zunehmen, als wir vielleicht sogar davor. Ja, also meine Erfahrung ist schon so an meinem Körper, dass, also wenn ich jetzt irgendwie Gewicht verliere durchs Fasten und dann esse ich danach wieder normal, dass das dann einfach wieder da ist. Und dann ist es einfach wieder da. Heißt, im Konkret, wenn du das misst, bei mir und bei vielen anderen auch, muss nicht bei jedem so sein, aber bei mir heißt das konkret, ich habe prozentual Muskelmasse verloren, wiege aber insgesamt gleich viel. Also ich habe prozentual Fett zugenommen. Mhm. Deswegen ist es für mich so, dass ich sagen würde, wenn jemand abnehmen möchte, die Intention hat, ich möchte Gewicht verlieren, dann ist Fasten nicht das Richtige für dich. Mhm. Und ich würde niemals mit der Intention daran gehen, ich möchte jetzt abnehmen, also langfristig, nachhaltig, gesund abnehmen und deswegen esse ich jetzt nichts. Mhm. Das ist ein Trugschluss. Weil eigentlich die Muskeln, die sind, die darunter im Endeffekt leiden. Ist Fasten an sich dafür, also für ein Gewicht zu halten, Muskulatur aufzubauen, all das eigentlich gar nicht das Tool ist, was, also Fasten hat unglaublich, unglaublich viele Vorteile. Ja, voll. Unglaublich, was wir davon profitieren können an Zellregeneration und allem, aber das zählt nicht dazu, davon abnehmen zu können, und das wollte ich dir einmal jetzt gerade darauf hinaus, weil ich das jetzt schon öfter von dir gehört habe und ich denke, dass viele die Motivation eben haben und das wäre eben gar nicht so ratsam. Ja, also für mich ist es eher so, ich nehme es in Kauf, weil ich die Vorteile vom Fasten wichtig finde. Und dass es gibt im Leben Auf und Ab. Mhm. Es gibt Abbauprozesse, die wichtig sind. Es gibt Regenerationsprozesse, die wichtig sind. Die gehen nicht einher mit Muskelzunahme, aber die haben besondere Vorteile. Und in bestimmten Phasen in meinem Leben möchte ich diese Vorteile haben. Ich möchte meinem Körper den Moment geben, aus alten Zellresten neue Strukturen aufzubauen. Und das passiert beim Fasten. Das ist ein Recyclingprozess. Und dieser Recyclingprozess und auch die Autophagie ist extrem erhöht durch ein langes Fasten. Und es gibt Faktoren, die... es ist einfach sehr positiv, zum Beispiel für Ziele, langfristige Ziele der Gesundheit, chronischen Krankheiten, gesunde Langlebigkeit, das hat andere Hintergründe. Die sind aber konträr zu Fett abnehmen vielleicht oder Muskeln aufbauen. Das sind einfach das, andere was Prozesse. Viel Thema ist ja gerade. Und wenn in ich der jetzt wenn es mir einfach nur um dieses Materialistische, ich möchte jetzt Fett abnehmen und Muskeln aufbauen, wenn es mir nur darum geht, dann gibt es sinnvollere Dinge als ich faste jetzt irgendwie. Und trotzdem, ist es ja einfach total toll, diese Vorteile vom Fasten eben für sich zu ermöglichen. Wie hilfst du deinem Körper danach wieder, oder wie hilfst du deiner Muskulatur nach dem Fasten wieder, nicht zu sehr abgebaut zu haben? Oder? Ich baue die einfach wieder auf.
Ja. So, ich es baut sich ab, langsam. dann baue ich die wieder auf. Ja. Also ich merke, dass ich gar nicht das Gleiche schaffe nach dem Fasten an Trainingsintensität. Ich bin viel schwächer geworden. Deswegen, das habe ich jetzt ein paar Mal gemacht in den Jahren, dass ich dann einfach wieder normal angefangen habe. Dann habe ich einen Höllenmuskelkater. Das ist viel zu doll, das Gleiche weiterzumachen, was man vorher gemacht hat. Ich starte viel geringer jetzt, weil ich das einfach gespürt habe. Ich konnte, also es geht einfach nicht. Dann habe ich 7 Tage Muskelkater, das bringt keinem was. Ich starte mit einem sehr geringen Training, was viel geringer ist, als wie es sich jetzt in dem Moment sogar anfühlt, weil ich einfach gefühlt habe nach der Zeit, dass das zu stark war, wenn ich es normal weitergemacht habe. Und dann steigere ich das langsam. Und bei mir ist es so, tatsächlich, also ich im Idealfall faste ich alle 3 Monate. Und ich merke, wenn ich irgendwie in einem Training bin, ich kann irgendwas, so, und wenn ich dann faste, dass ich 1 Monat brauche, um wieder auf dem Stand zu sein, wenn ich regelmäßig trainiere, dann brauche ich ungefähr 4 Wochen, dann bin ich wieder bei null ungefähr, vielleicht 4 bis 6 Wochen, das ist richtig lange. Und dann beginnt es bei mir, dass ich dann nach dieser Zeit besser werde als in dem Zyklus davor. Dann bin ich am Ende von diesem 3-Monat-Zyklus, nach 3 Monaten bin ich ein bisschen stärker. Und dann faste ich wieder und dann sackt es wieder ab, dann bin ich schwächer als davor. Und dann geht das so. So ist es bei mir. Aber ich meine, ich bin ja auch kein Profisportler. Es ist nicht meine einzige Intention, jetzt super gut Sport zu machen. Bei mir gehört Fasten fest zum Lebensstil eben auch dazu. Und man muss immer schauen, was ist die Mitte? Also will ich super viel Muskulatur oder will ich bin ich jetzt nur auf Langlebigkeit und aber habe dann keine Muskulatur und dann weiß ich nicht, dann stürzt man schneller, wenn man alt ist und weil man keine Muskeln hat, kann es sich gut abfangen. Also es ist immer Mittelweg. Gehen wir mal zu der nächsten Frage, vielleicht mal noch mal ein paar andere Dinge zu beleuchten. Ja. Hier steht jetzt noch auf meiner schlauen Liste: Stinkst du, während du fastest? Ja. Und wenn ja, warum? Also. Ja, also ich würde sagen ja, auf jeden Fall. Sogar so, dass man es selber merkt, manchmal. Aus dem Mund oder so? Überall. Im Schweiß. Überall. Also am meisten unter den Achselhöhlen, würde ich sagen. Das ist so, was ich so merke und aus dem Mund. Und kommt ein bisschen drauf an, wie man fastet, auch auf jeden Fall. Also beim Trockenfasten mehr so überall, aus der Haut raus. Trockenfasten heißt auch kein Wasser trinken, ne? Nur so zur Erklärung einmal. Ja, genau. Und beim Wasserfasten würde ich sagen, eher so aus diesem Bereich hier. So. Und bei sowas wie Saftfasten würde ich sagen, merke ich es eigentlich gar nicht. Aber man muss ja auch dazu sagen, dass wenn ich Knoblauch esse, dann stinke ich aus dem Mund für andere, die keinen Knoblauch gegessen haben. Aber ich selbst rieche es nicht, dass ich stinke. Und deswegen kannst du mir vielleicht noch besser sagen, ob ich stinke beim Fasten, als ich selbst, weil ich selbst das nicht so intensiv wahrnehme. Deswegen frage ich dich, stinke ich beim Fasten? Also so am Körper habe ich das bisher jetzt noch nicht so wahrgenommen, aber also das ist auch normal, das ist bei mir auch so, dass man einfach im Mund diesen typischen Geruch hat, von den man auch kennt, wenn man sehr stark Hunger hat oder sowas. Ne? Ja. Das auf jeden Fall. Ja. Und was ich auf jeden Fall auch kenne, ist, das wollte ich dich auch fragen, ob das bei dir auch so ist, dass man so richtig viel Belag auf den Zähnen hat. Mhm, ja. Hattest du das auch, Basti, als du gefastet hast? Also das hatte ich intensiv beim Trockenfasten. Ja. Richtig doll. Weißt du, was das ist? Warum sich da so viel... Ich habe das meinem Zahnarzt gefragt. Ja. Das war völlig verrückt. Ich habe meinem Zahnarzt gefragt, hey, ich faste auch immer mal, sollte ich mir die Zähne putzen?
Und sie so, nö, wenn man nichts isst, braucht man sich auch nicht Zähne putzen. Da ist ja dann nichts. Und dann habe ich ihr gesagt, ist das ihr Ernst? Also dann habe ich irgendwie schon verstanden, dass die noch nie gefastet hat wahrscheinlich. Ja. In ihrem 60 Jahren oder so, die Frau. Aber also ich habe, was weiß ich, was es für Stoffwechselprodukte sind oder keine Ahnung. Mm. Auf jeden Fall habe ich was auf den Zähnen. Ja. Und ist die Frage, soll ich das wegputzen oder nicht? Ich habe keine Antwort darauf. Ich habe beides schon probiert, tatsächlich. Weil ich habe einmal so gefastet, dass ich gesagt habe, ich möchte nichts. Und dann habe ich gesagt, ich putze mir nicht die Zähne. Ich fasse kein Wasser an von außen. Hast du dich aber auch in der Höhle verkrochen. Niemandem zugemutet. Genau, ich habe mich quasi, nicht mal in der Höhle, wir haben so ein selbstgebautes Palmtipi im Dschungel uns aufgestellt. Es war nur so 3 Meter hoch. Und das war sehr dunkel, so. Und da drin lagen wir dann einfach oben auf so ein bisschen Holz. Mhm. Und da wollte ich dann einfach nichts. Und da habe ich mir mal, das habe ich mal ausprobiert. Vielleicht sollten wir irgendwie so einblenden, so nicht nachmachen oder irgendwie. Ja, genau. Also das hat natürlich viele Hintergründe. Nicht, und dann, also man weiß ja auch, also man hört ja, man stirbt auch nach 4 Tagen nichts trinken. Und für viele ist das auch richtig. Mhm. Und deswegen sollte man das nicht tun. Einfach so. Sondern wenn man was machen will, dann sollte man sich voll informieren und macht das auf jeden Fall nicht nach. Was würdest du denn jemandem sagen, der noch nie gefastet hat und der das aber spannend findet, das Thema, und das einfach mal ausprobieren möchte? Ja. Was würdest du dem raten? Ist es wichtig, dass er sich da eine Begleitung zur Seite holt? Oder ja, was würdest du sagen, sind so die ersten Schritte, so sich da vertraut mitzumachen? Mega gute Frage. Denke ich gerade so zum ersten Mal drüber nach? Also ich persönlich kann ja mal von der Erfahrung von mir berichten. Ich habe noch nie gefastet in meinem Leben zuvor. Dann habe ich diesen Kerl hier kennengelernt und der meinte, jo, Trockenfasten, voll gut und so, ne? Und dann... Ja, richtig dumm. Von mir. Wenn ich das dann sage. Ich glaube, das ist einfach eine sehr... Ich hätte gedacht, so, ich kann alles, so. Aber genau, auf jeden Fall habe ich das dann ausprobiert und habe dann irgendwie einen Tag nicht gegessen und nicht getrunken. Und am nächsten Morgen konnte ich eigentlich nicht aufstehen, weil mein Kreislauf so, also es war echt schlimm. Also ich habe mich wirklich schlimm gefühlt und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Es tut mir leid. Das ist schon echt lange her. Es ist jetzt schon 7 Jahre her oder so. Ja. Aber genau, und dann war ich so ein bisschen verzweifelt, weil ich wollte das ja eigentlich durchziehen so. Vom Ehrgeiz, aber vom Kopf. Es ging nicht. Und dann habe ich, glaube ich, haben wir mir einen frischen Saft gemacht, sowas wie Apfel und Gurke oder irgendwie sowas. Ja, Sellerie. Und da ging es mir auch sofort besser. So. Und dann haben wir auch beide so ein bisschen gesagt, so, okay, war vielleicht so zum Rantasten, ist das jetzt vielleicht nicht der richtige Weg, sondern erstmal so Schritt für Schritt sich vertraut zu machen. So, wie ist es, wenn ich 24 Stunden nichts zu mir nehme? Ja, voll. Wie ist es, wenn ich das mit einem Saft morgens mache? Oder einfach auch zu merken, schon zu wissen, klar, Fasten kann anstrengend sein, aber schon seine Grenze zu spüren und dann auch danach auch zu handeln. Also sich jetzt nicht zu sehr zu was zu zwingen, was sich eigentlich wirklich nicht mehr gut anfühlt. Ja. Voll. Also ich denke, das, was Fasten Positives hat, ist, dass man seine metabolische Flexibilität trainiert. Das heißt, ich kann besser mit verschiedenen Notständen, Umständen und verschiedenem Essen umgehen, lernen durch Fasten. Also ich kann zum Beispiel nur Nüsse essen und dadurch Energie genug haben. Oder ich kann nur Obst essen und kann dadurch genug Energie haben. Ich kann nichts essen und kann dadurch Energie haben. Ich kann nichts trinken und komme trotzdem klar. Also dieses Training, das ist die metabolische Flexibilität. Die kann sehr gering sein. Auch eine geistige Flexibilität. Und eine geistige Flexibilität. Ja. Ich kann damit umgehen, ich komme damit klar. Das kann beides sehr gering sein oder sehr ausgeprägt. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine geringe metabolische Flexibilität hat, weil man immer Nahrung in seinem Leben hatte, immer genug Nahrung und immer genug Kohlenhydrate, dann hat man den Körper nie daran trainiert. Und ich würde sagen, das ist das allererste, glaube ich, wenn man Richtung Fasten trainieren will, es mal wäre, zum Beispiel, wie ist es, wenn ich nicht hochverarbeitete Kohlenhydrate esse, wie Zucker und Weißmehl.
kommt mein Körper darauf klar oder kriegt der Kreislaufprobleme oder Energiemangel. Also zu trainieren, auf einen Fettstoffwechsel umzusteigen, ist quasi der allererste Schritt. Und wenn man sehr geübt ist im Fasten und quasi gar nichts ja isst, dann und das aber gar nicht merkt, also sondern einfach so weiterläuft, dann ist das die metabolische Flexibilität in Bezug auf den Fettstoffwechsel super hoch. Das ist richtig gut für einen, um flexibel zu sein im Leben. Ne? Mhm. Also das heißt, weil das ist ja was passiert, wenn ich auf einmal keine Nahrung mehr habe, dass mein Körper aus meinen Fettreserven Energie gewinnen kann. Das ist der Hammer, wenn man das kann. Das heißt, ich esse jetzt nicht, ich gehe so durch den Tag. Ja, und ich habe trotzdem Energie. So, dann konnte der Körper schnell switchen zwischen Kohlenhydrat und Fettstoffwechsel. Das trainierst du mit verschiedenen Fastenarten. Also lernt der Körper, das schneller hinzukriegen. Sogar. Genau. Je schneller der das kann, desto weniger Probleme hast du mit dem Fasten. Aha, okay. Und wenn du, wenn du jetzt sagst... Und das trainiert man durch einfach regelmäßiges Fasten oder was? Also er wird immer schneller, je regelmäßiger man das übt. Ja, oder, oder wenn du zum Beispiel dich so ernährst, dass du gar keine Kohlenhydrate isst mal für einen Tag, dann wirst du auch das mit trainieren. Aber das ist genau, also ich sage immer diese Sachen und dann denken vielleicht manche, oh, jetzt muss ich das immer machen. Aber das will ich nicht sagen. Also das wäre voll schlecht, das immer zu machen. Nie Kohlenhydrate essen oder immer fasten. Also, sondern Flexibilität zu üben. Aber Flexibilität zu üben. Und das trainierst du halt dadurch. Der nächste Schritt wäre vielleicht, zum Beispiel mal ein intermittierendes Fasten zu probieren. Also mal zu sagen, ich übe mal mein Essens, quasi mein Fastenfenster, was ich über Nacht habe, auch mal bis zum Mittag zu ziehen oder so. Also länger nicht zu essen und trotzdem funktioniere ich bei der Arbeit gut. Also ich habe jetzt zum Beispiel ja auch nichts gegessen heute bisher. Ich auch nicht. So, jetzt ist es, keine Ahnung. Wie spät ist es? Aber mein Magen knurrt doch. Es ist jetzt 11.30 Uhr, so, ne? Ja. Das ist für manche vielleicht schon so, wenn die nicht so metabolisch flexibel sind, dass die keine Energie mehr haben. So, und sich schon langsamer bewegen oder schlechte Stimmung bekommen, weil der Blutzucker niedriger wird oder weil sie halt nicht so einen guten Fettstoffwechsel haben. Und bei mir ist es jetzt schon so, dass ich das nicht so merke, so um 11:30 Uhr. Und das wäre der nächste Schritt, also nicht... Geht jetzt mal fasten und mach mal 7 Tage fasten, sondern ich würde jetzt sagen, der nächste Schritt nach diesem, man lässt mal diese hochverarbeiteten Kohlenhydrate weg, wäre, man versucht mal einen halben Tag zu fasten, wenn man das noch nie gemacht hat. Also warum ist es denn erstrebenswert und so gut, diesen, was war das, metabolischen Stoffwechsel so flexibel zu trainieren? Was genau profitiert denn der Körper davon? Was macht das denn mit uns? Ja, also ich mag es halt immer nicht so ganz, wenn man nur so materiell daran geht. Ja. Deswegen würde ich halt antworten, das trainiert die Flexibilität, die ganzheitliche Flexibilität, auch geistig mit jeder möglichen Situation, die so im Alltag passiert, besser umgehen zu können. Ich kann zum Beispiel jetzt, wir drehen jetzt dieses Video, es dauert vielleicht länger, als wir dachten und deswegen frühstücken wir nicht. So, und dann müssen wir unsere Tochter von der Schule abholen und konnten dann mittags nicht aber direkt essen. Aber weißt du, ich kenne genau den Moment, bei dem irgendwann ist zu viel. Und dann also, ich muss jetzt was essen. Ja, genau. Und das ist ja, ja, ich will nicht, dass das um 8 Uhr morgens kippt. So. Ja. Und ich will auch nicht, dass es jetzt um 11:30 Uhr kippt, wenn wir gerade mitten im Video sind und ich sage, ey, sorry, wir müssen jetzt einmal aufhören, ich muss jetzt einmal frühstücken gehen und dann kriegt man ein halbes Video. Sondern ich möchte halt, dass es möglichst, also nie kippen wäre ein doofer Ansatz, finde ich. Weil das würde machen, dass, also völlig Bedürfnisse ignorieren. Aber ich möchte nicht, dass es, ich möchte flexibel sein, geistig. Ja. Und das geht natürlich nicht unendlich. Ja. Aber das geht zu einem gewissen Grad, wenn wir metabolisch flexibler sind. Ja, aber ich hätte jetzt schon irgendwie mir mal so eine wissenschaftlich nerdigere Antwort irgendwie gewünscht. Was ja, weil ich das sonst immer so mache. Aber ich versuche jetzt mal einfach nur so ein bisschen von mir zu reden, warum ich
Ich versuch's halt. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch gerne eine wissenschaftlichere, nerdigere Antwort euch gewünscht hättet. Naja, also, ja, es gibt viele nerdige Antworten, die man geben könnte jetzt. Ja, aber ich finde es einfach spannend. So, warum ist es denn so? Also jetzt zum Beispiel, auf meiner Liste stand auch, bist du gereizt während des Fastens? Also das passt dazu, weil... Ja, voll, ich so bin dieses, gereizt, ja. Es kippt dann irgendwann, aber warum? Was passiert damit? Was passiert da mit uns? Ist das, kannst du das erklären? Oder... Nicht so richtig. Kennst du hangry aus dem Englischen? Ja, angry klar, und hangry? Ist mir schon klar, aber ich dachte, vielleicht hast du darauf eine Antwort. Nee, ich habe jetzt nicht so eine mega kompetente Antwort. Aber also... Okay, muss ja auch nicht. Nee, kann ich nicht alles wissen. aber also es ist schon so mit dem... Ich glaube, wenn man jetzt jeden Menschen fragt, bist du gereizt, wenn du Hunger hast? Mm. Wird jeder Mensch sagen, ja. Ja, und ich finde das einfach eine spannende Frage. Warum? Voll spannend. Eigentlich? Wir können das mal recherchieren und ein Video drüber machen. Aber ich würde jetzt nicht so eine Halbwahrheit-Antwort geben wollen. Ich kann da von mir reden, warum das so ist vielleicht. Und das so irgendwie in mich reininterpretieren, warum das die Gründe sind. Genau. Also ich glaube, dass du hast mir mal gesagt, dass das, was wir als Hunger kennen oder was wir als Hunger interpretieren, eigentlich noch kein Hunger ist. Ja, das würde ich schon so sagen. Also zum Beispiel dieses Magenkrummeln, dass man merkt, so der Magen, der zieht sich so ein bisschen zusammen. Das ist ja eigentlich eher ein gesunder Prozess, dass der Magen auch mal sich zusammenziehen darf. Weil der flexibel wird, wird ganz klein und wird ganz groß, wird ganz und klein. Ich würde jetzt, das ist cool. So, also das ist jetzt auch nicht wissenschaftlich kompetent, aber ich würde jetzt sagen, dass es für mich persönlich mehr darum geht, ja, so Gewohnheiten zu durchbrechen und irgendwie zu verstehen, so, ah, okay, nee, das ist jetzt gerade noch nicht schlimm für meinen Körper. Das ist eigentlich in Ordnung, es ist mega, okay. Mega gut für unseren Geist so, ist das. Und klar, irgendwann kommt der Moment, wo wir schwächer werden, so. Aber so dieses Erste, was die meisten als Hunger empfinden, da nicht quasi in dieses, ah ja, das ist Hunger, mein Magen knurrt, ich muss jetzt was essen. Ja. Und wenn ich das jetzt nicht mache, dann werde ich irgendwie, werde ich grantig, so. Das ist ja auch schon... Ja, diese hilfreich, diese das einfach Mauer, schon mal zu hinterfragen. Diese Mauer zu durchbrechen. Muss eigentlich nicht sein. Ja. Das ist voll oft so. Ich habe das auch letztens gesehen. Beim Eisbaden ist das auch so. Wenn du ins Wasser gehst und es ist viel zu kalt und du rennst, dann kannst du sofort wieder rausrennen. Aber du kannst auch drin sitzen bleiben und es einfach wahrnehmen und dann ist da so eine Wand, die man durchbrechen kann. Das ist nur dieser Moment des Temperaturunterschieds auf der Haut. So. Und das nehme ich wahr. Und dann auf einmal nach 2 Minuten ist es vorbei. Und die Wand ist durchbrochen. Hm. Und dann ist es so, okay, jetzt bin ich klar, jetzt bin ich ruhig. Tut uns im Allgemeinen einfach gut, manchmal zu merken, dass unser Körper eigentlich mehr hinkriegt, als wir es ihm oft zutrauen. Ja, das ist, also deswegen habe ich auch gesagt, geistig, finde ich, ist es für mich, ist das Größte. Es hat aber natürlich komische, nerdige, wissenschaftliche Hintergründe. Die wir nicht erfahren werden in diesem Video. Ja, also... Oder doch, vielleicht? Nein, das wird dann so lang vielleicht. Wir können dazu noch mal machen, zu so Einzelaspekten. Okay. So, was das dann wirklich bedeutet und auch so Anwendungsfälle und so. Aber ich würde sagen, wenn man davon ausgeht, was bringt es einem wirklich im Leben, und wir sind ja alle Menschen, dann bringt es mir geistig extrem viel zu wissen, wow, ich habe 3 Tage nichts gegessen und ich mache das. Und ich. Ja, aber so. Menschen sind ja unterschiedlich. Und für mich so. Ja, aber für manche ist das vielleicht gar nicht so die Motivation. Ja, okay, mein Gott, jetzt konnte ich halt 3 Tage nichts essen. Und? Also, vielleicht ist das für manche gar nicht so die Motivation. Ja, das war auch nicht Warum meine Motivation. Soll ich denn überhaupt 3 Tage nicht essen können? Es war auch nicht meine Motivation, aber es war das, was ich dann erfahren habe. Was du dann erfahren hast. Meine Motivation war nicht das. Ich wusste ja gar nicht, dass das dann so ist. Aber meine Erkenntnis nach ein paar Tagen war genau das. Und ich dachte, wow. Ich habe auf einmal das Gefühl gehabt, mein Körper kann mehr, als ich dachte. Mm. Und diese Erkenntnis, die hat sich so angefühlt, dass ich
vielleicht gibt es noch andere Dinge im Leben, die ich schaffe. Ja, also ich muss gerade daran denken, dass ich letztens gehört habe, dass Trampolinspringen ja super gut ist für unsere Zellen. Und zwar aus dem Grund, dass sie Stress ausgesetzt werden. Sie werden einmal so boom, erschüttert immer wieder. Ja. Und dass das ja, also dass uns das widerständiger macht. Und das erinnert mich gerade so ein bisschen daran. Also das ist ja auch, also das, was du geistig beschreibst, dass da mehr Flexibilität ist und irgendwie... Ja, dass man geistig einfach mehr schafft, als man denkt. Das ist wahrscheinlich auch ja, physisch tatsächlich so. Also wenn dieser Körper auch einmal diesen Stress erfährt, also punktuell, wenn wir jetzt die ganze Zeit im Stress sind, ist natürlich doof. Ja. Aber dass punktueller Stress uns tendenziell stärker macht. Ja, punktueller Stress, Stressreize sind der Grund für ein gesundes, ausgeglichenes Immunsystem, eine gesunde Langlebigkeit, alles. Ja. Punktueller Stress ist mega wichtig für uns. Und wenn wir immer nur bei 25 Grad, mir ist übrigens auch warm jetzt mit der Jacke hier drin, aber genau, bei 25 Grad hier drinnen sitzen und Chips essen und auf der Couch rumhängen, immer wohlfühlen, alles entspannt, nie Stress haben und so, das funktioniert nicht gut. Wenn wir immer Stress haben und chronischen Stress und die ganze Zeit irgendwie dann ist auch nicht gut. Weil wir nicht robust quasi werden, ne? Genau. Also wir können uns nicht... Es braucht die Mitte und dafür braucht es tatsächlich auch die Extreme. Für die Mitte braucht es auch mal die Extreme. Mal braucht es einen extremen Stressreiz, wie vielleicht dann Trampolinspringen meinetwegen oder so. Extremer Stress. Oh Gott. Ja, nee, ich verstehe schon. Also Fasten ist Stress. Ja. Entgegen der Vorstellung von vielen... Ja. Die denken, Fasten ist Entspannung, Fasten ist Stress. Ich habe ja so ein mega doofes, also ich, was heißt doof? Ich habe so ein Fitness-Tracker. Anti-Werbung jetzt hier. Ja, ich habe hier so voll doof. Nee, wir haben sogar einen Affiliate-Link, den wir darunter tun können davon. Aber ich bin so ein bisschen ambivalent. Ich hasse das so ein bisschen, weil ich das so, ich finde, das hat so die Tendenz, dass man mega narzisstisch wird und die ganze Zeit sich selbst beobachtet und dass man auch so Probleme hat mit, wenn mal was nicht perfekt ist in seiner Fitness und so. Mhm. Aber es hat auch gute Eigenschaften. Ich habe das auf jeden Fall schon mal getragen beim Fasten, wollte ich nur sagen. Und habe mir das angeguckt, weil ich wollte wissen, was so los ist. Und ich fühle mich dann so voll entspannt und ich faste und so und bin geistig voll klar und ich habe voll den Stress. Mein Körper hat Stress beim Fasten. Der ist voll am Ackern, dass der das überhaupt hinkriegt und das... Dass der da durchkommt. Und dieser Stress ist. Macht jede Zelle positiv. Stärker. Und ich hatte so hohen Stress wie sonst nicht, wenn ich nichts tue. Und gleichzeitig die beste Erholung, die ich je hatte in diesem Tracking, also in dieser Datenanalyse, hatte ich die besten Erholungswerte. Es war so verrückt. Es ist so komisch, ne? Man hat so tagsüber so Stress beim Sitzen und. Dann schläft man perfekt und erholt sich sehr gut. Schläfst du gut während des Fastens? Ja, ich schlafe gut während des Fastens, vor allem am Anfang. Echt? Ja, also am ersten Tag schlafe ich gut, am zweiten Tag schlafe ich gut und dann habe ich viel weniger Schlafbedarf irgendwann und dann interpretiere ich das manchmal als, ich schlafe nicht gut, aber ich brauche halt einfach nicht so viel schlafen, ich erhole mich trotzdem. Ich schlafe auch sehr wenig beim Fasten und das macht mich manchmal ein bisschen irre, so, weil ich denke, ich will schlafen. Aber ich bin darauf schon eingestellt, also ich denke dann so, also wenn man dann statt 9, 8, 7, 6, 5, 4 Stunden auf einmal Schlafzeit nur braucht irgendwann. Was ist der schwierigste Moment am Tag für dich, während du fastest? Kommt irgendwann manchmal so bei dir so dieses, jetzt will ich was essen? Nee, will ich was essen nicht, aber Energielevel unten. Ja. Und ich würde sagen... Der schwierigste Moment dabei ist der erste Tag bei mir. Nämlich der Moment, wo ich sonst das erste Mal esse. Und das ist bei mir irgendwie zwischen 11 und 13 Uhr oder so. Ne? Und da kommt dann dieser automatische Moment, jetzt will ich was essen. Und das ist der schwierigste Moment für mich. Und dann kommt dann der Abend, wo ich dann auch nochmal essen würde, vielleicht um 18 Uhr, ist schon leichter und aber auch nicht so doll. Und dann ist vorbei. Bei mir. Echt? Bei mir, ich habe keinen Hunger mehr dann. Okay, das ist bei mir anders. Und dann gegen Ende vom Fasten, ich nehme mir dann zum Beispiel vor, ich will jetzt 3 Tage fasten zum Beispiel. Ne? Ja. Und dann am Ende vom dritten Tag denke ich immer so,
jetzt könnte ich doch auch noch mal einen vierten Tag machen. Das fühlt sich gerade so gut an. Da habe ich dann keinen Hunger. Ich denke dann, okay, jetzt beginnt auch der Alltag und ich habe und die Sachen und ich bin auch nicht so energetisch gerade. Let's go. Yes, ist bei mir super anders. Also ich denke eigentlich die ganze Zeit an Essen und denke so, oh, jetzt so ein Apfel oder so. Das hatte ich beim ersten Fasten. Ich habe die ganze Zeit an einen Apfel gedacht. Ja. Okay. Okay. Wir machen jetzt noch eine Frage und dann kommen wir zum Ende. Da haben wir auch noch was Schönes vorbereitet. Wir haben nämlich noch andere Leute gefragt, ob die uns eine Sprachnachricht schicken können und die hören wir uns dann an. Hier steht jetzt noch eigentlich, alles andere haben wir soweit beantwortet. Wie reagieren die Menschen in deinem Umfeld, wenn du fastest? Auf dein Fasten? Thematisierst du es? Wenn du es thematisierst, wie ist die Reaktion? Ich versuche es zu verheimlichen. Aber das ist so ein Persönlichkeitsproblem von mir. Ja, das mache ich quasi mit allen Sachen. Also eigentlich versuche ich immer zu verheimlichen, wenn ich was für mich selbst tue. Das ist voll krank, ne? Aber es ist halt so. Ja, okay. Also Beispiel, erste Mal fasten. Mhm. Ich faste das erste Mal, ich finde es mega cool. Ich hatte auch wen dabei, wir haben das zu zweit gemacht. Mhm. Es war gut und eine Erfahrung. Ich habe dann gemerkt, meine Mutter, wenn sie das Video jetzt sieht, ist so witzig. Weil sie, naja, auf jeden Fall. ich habe dann gemerkt, wenn ich nur rumliege, wird mir schwindelig nach dem Aufstehen. Wenn ich mich langsam bewege und mal gehe, tut mir das gut. Hm. Ich finde, ich sollte mal ein bisschen spazieren gehen, aber nicht zu viel machen. So, das war irgendwie so in meinem Kopf. Und dann hatte meine Mutter, ich weiß gar nicht mehr, ob es ihre Initiative war oder meine, irgendwie gesagt, dass sie walken geht. Und ich dachte so, boah, das ist genau, was ich machen will. Ich komme mit. So ungefähr ist meine Erinnerung. Mhm. Ich weiß nicht mehr, ob ich sie gefragt habe oder sie mich gefragt hat. Und dann sind wir walken gegangen. Ich bin noch nie in meinem Leben vorher und nachher mit meiner Mutter walken gegangen. Aber ich dachte, das ist mega jetzt so. Ne? Sonst habe ich immer intensiveren Sport gemacht oder bin mal Hürdenlaufen gegangen oder habe Kraftsport gemacht oder so. Ne? Mhm. Also ist nicht so mein Ding eigentlich, walken. Aber da war es mein Ding. So, und dann habe ich gedacht, ich gehe jetzt mit dir walken, aber ich habe ihr nicht erzählt, dass ich faste. Weil ich dachte, dann wird das voll das Thema und dann findet sie es vielleicht doof oder dann sagt sie, oh, das ist das Richtige und was weiß ich. Mm. Und dann waren wir walken und ich glaube, ich habe es ihr erst dann danach gesagt oder so. Vielleicht auch noch nie, dann weißt du es jetzt, Mama. Und so ist meine, also das ist kein Tipp an Leute, das so zu machen, sondern so ist meine Persönlichkeitsstruktur. Dass ich möchte Menschen nicht belasten mit Dingen, die ich mache. Und wenn ich nicht so energetisch bin zum Beispiel, dann... Man ist nicht so einsatzbereit. Man ist ja nicht so einsatzbereit. Und dann möchte ich nicht, dass die davon ausgehen, dass ich ja nicht so einsatzbereit bin. Und deswegen, weiß ich nicht, mich nicht fragen oder sowas. Und ich hatte das halt ja schon voll oft, während wir auch zusammenleben, dass ich gefastet habe. Und ich habe eigentlich immer alles einfach weitergemacht, was ich sonst so gemacht habe. Und... dann habe ich es mir auch offen gelassen, wenn ich jetzt nicht da sein kann für meine Mitmenschen oder so, dass ich dann auch einfach das abbreche oder so. Ich habe das dann zwar nie gemacht, so, aber das war immer meine geistige Freiheit. So. Ich könnte es immer jederzeit abbrechen. Ich bin nicht daran gebunden, ich muss jetzt unbedingt fasten. Hm. Und deswegen kommuniziere ich das nicht so sehr. Hm. Aber es ist viel schöner und ich habe auch... schon oft mit Menschen zusammengefastet. Mm. Und da kommuniziert man das dann. Und wenn man das so gleichzeitig macht, das war immer für mich das Allerschönste, dann kann man da auch, dann weiß man voneinander, wie es einem vielleicht geht. Mm. Und kann auch bestimmte Dinge, die beim Fasten sich gut anfühlen, zusammen machen. Mm. Ja. Also das wäre auf jeden Fall so das schönste Setting, um es mal auszuprobieren, dass man es auch gemeinsam macht. Mit vielleicht Freunden. Eben mit dem Partner oder mit Freunden. Ja, weil es ist schon, man funktioniert schon sehr anders in der Zeit. Ja. Und es ist ja schon auch hilfreich fürs Umfeld, das dann auch zu wissen. Und ich glaube, ich habe das, lass mich lügen, ich glaube, ich habe es noch nie ganz alleine gemacht. Ich glaube, ich habe es immer mit Leuten zusammen gemacht. Mhm. Und die sind dann so, die wissen dann voneinander. Mhm. Und das hat mir immer Halt gegeben. Ja. Ich glaube, ich würde es auch mal alleine machen,
aber in dieser traurigen Situation war ich noch nie. Für mich ist das Schönste, ne? Ja, mit ja. Freunden das zusammen zu machen, ja. Und die wissen voneinander. Und für mich ist das auch ein Moment, wenn man weiß, okay, man ist im anderen geistigen Modus. Ja, sich auszutauschen. Wir reflektieren ja gerne beim Fasten. Das habe ich auch so gelernt, dass das der Moment ist, um zu reflektieren. Und wenn man zum Beispiel alle 3 Monate fastet, die letzten 3 Monate zu reflektieren in der Zeit, wo man fastet oder so. Das ist so, es tut so gut, zusammenzusitzen. Jeder weiß voneinander, ach, das ist jetzt einfach gut zu sitzen oder so, ne, weil man fastet. Und das ist halt anders, wenn jetzt Leute, die nicht fasten und Leute, die fasten, zusammensitzen, dann sind die anderen wahrscheinlich eher gelangweilt von diesem langsamen Reden über die letzten Monate. Oder so. Ja. Ja. Würdest du denn sagen, dass das sich irgendwie verändert hat, so? Also dass es vielleicht, also dass es Menschen gab, die darauf eher, warum machst du das denn? Und so ein bisschen eher so ohne Verständnis reagiert haben, dass es sich vielleicht auch in den letzten Jahren vielleicht mehr dahin bewegt hat, dass das Interesse größer wird daran und dass jetzt, wenn du jetzt sagst, oder wenn jetzt Menschen mitbekommen, du fastest, dass sie eher sagen, ach, das ist ja interessant, das ist ja spannend. Voll. Ja. Das ist voll schön. Ich habe, als ich das früher gemacht habe, niemanden gekannt, der das auch macht. Also ich meine, das ist jetzt noch nicht so lange, aber es sind vor 16 Jahren, so war das. Und heute ist es so, dass es mir in der Gesellschaft manchmal begegnet, im weiteren Bekannten- oder Freundeskreis manchmal begegnet und man sich austauschen kann. Und ich gemerkt habe, auch Menschen erzählen mir davon, von sich aus, dass sie das so machen. Und dann sage ich, ey cool, ja, ich habe das auch schon mal gemacht. Und dann kann man so darüber reden. Und wenn man dann fastet, dann kann man denen auch sagen, hey, ich faste gerade. Du weißt ja, wie das ist, ungefähr. Das ist natürlich anders für dich, aber so ungefähr den Modus. Und dann wissen die, woran man ist. Dann ist das anders. Also weil meine Mutter hat bestimmt, keine Ahnung, ey, ob sie schon mal gefastet hat, irgendwie eine Woche. Aber vielleicht, ja. Aber ich habe jetzt dann in dem Moment nicht das Gefühl gehabt, ich kann mich mit ihr jetzt darüber austauschen, weil ich, weil die einen angucken wie ein Alien. Und das ist ähnlich in der Gesellschaft wie, also wenn ich jetzt zum Beispiel mal, das sage ich eigentlich auch Leuten nie, so, hey, ich bin vegan oder so, seit so und so vielen Jahren. Ne? Aber wenn ich das jetzt, also man muss ja nur durch den Supermarkt gehen, das ist jetzt ja auch ein Thema, was es in der Gesellschaft gibt und was okay ist, so, wenn man das sagt. Und so ist das, glaube ich, mit dem Fasten ein bisschen ähnlich, ja. Mhm. Das stimmt, das ist ganz cool. Oh. Hallo. Ha, hey. Oh nein! Hast du noch eine Frage zum Fasten? Wie kann ich peinlichen Momenten aus dem Weg gehen? Okay. Also, die Speicherkarte war voll. Das war für uns das Zeichen, dass das Video sehr lang ist. Und wir aber noch richtig, richtig viel eigentlich besprechen können zum Thema Fasten. Und wir haben ja auch noch diese Sprachnachrichten aus unserem Freundeskreis, die mit Fragen sind. Und das würden wir gerne in einem weiteren Video machen. Ja. Und deswegen machen wir noch ein Video zu diesem Thema. Und wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Jetzt kannst du noch was sagen. Willst du noch ein Outro machen? So, yo, ciao oder so? Ja, ich hoffe, euch hat das gefallen. Und vielleicht habt ihr euch auch schon die eine oder andere Frage gestellt, die ich ihm heute gestellt habe. Ich habe natürlich schon in den letzten Jahren mit ihm da öfter mal drüber gesprochen. Wir hoffen, ihr konntet davon ein bisschen was mitnehmen und sehen uns im nächsten Video. Ciao. Ciao.